Johannes Bröhl, vielen Dank, dass wir die Waldcouch hier in diesem wunderschönen Schlosshof haben aufstellen dürfen. Und herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns auch sehr auf Waldcouch TV. Vor über 750 Jahren hat Graf Siegfried von Wittgenstein diesen Berg hier gekauft, gemeinsam mit seinem Bruder. Und seitdem gehört die Belegenheit hier mit zur Grafschaft Wittgenstein, bevor dann Graf Johann 1531 das erste steinerne Gebäude hier errichtet hat, da wo jetzt unsere Schlossschenke drin ist. Und der heutzutage rechte Flügel, der war damals das Hauptgebäude. Graf Kasimir hat dann im frühen 18. Jahrhundert in der Mitte hinter uns liegende Cour de Logis gebaut und praktisch diese U-förmige Anlage damit so ein bisschen zum Tal der Odeborn hin gedreht. Also jeder Raum hier atmet Geschichte und kann etwas erzählen über 750 Jahre Familie Wittgenstein und später zu sein Wittgenstein-Berleburg. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass dieses Schloss kein Museum ist. Man kann es zwar besichtigen im Rahmen von Führungen, aber es lebt. Die Familie benutzt das Schloss für Feierlichkeiten, für seines Familienfeiern oder Feiern mit Freunden oder anlässlich der großen Jagden. Im Gebäude, was rechts von uns liegt, sind Wohnungen für Mitarbeiter. Hier wohnt auch Prinzessin Nathalie zu sein, Wittgenstein-Berleburg, eine Weltklasse-Dressurreiterin, die hier auch in diesem Bereich ihr Training macht. Und im von vorne gesehen rechten Flügel liegt unser Archiv im ersten Stock und im Erdgeschoss haben wir unsere Schlossschenke eingerichtet. Der ganze Betrieb gehört ja dem Prinzen Richard. Er ist mit 13.000 Hektar der größte private Forstbetrieb in Nordrhein-Westfalen. Und die Wittgenstein-Berleburgsche Rentkammer ist keine eigene Rechtsperson, sondern wir sind praktisch die Verwaltung des Prinzen Richard. Und wir kümmern uns um diese 13.000 Hektar Wald. Wir, das sind insgesamt 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für den Forst und für die Jagd zuständig sind. Das ist deshalb auch ganz wichtig, weil wir ein Erwerbsforstbetrieb sind. Also die gesamte Familie und die insgesamt mit Privatpersonal, Gärtnern, Schreinern und so weiter, 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben alle von den Erträgen des Waldes. Also es gibt keine weiteren Einkunftsarten außer dem Holzverkauf bei uns. Es hat sich allerdings in den letzten Jahren sehr erfreulicherweise drumherum einiges entwickelt. Wir haben unsere kleine Orangerie im Park zum Trauzimmer gemacht. Wir haben mit unserer Schlossschenke hier oben einen Magnet gefunden. Wir haben eine tolle Hotellerie hier drumherum mit dem Hotel Alte Schule und mit anderen gastronomischen Betrieben. Also lohnt sich auf jeden Fall hier hinzukommen. Für jeden ist etwas dabei. Bei uns im Schloss finden jetzt außer den Familienfeiern eben auch in der Hauptsaison täglich und in der Nebensaison viermal wöchentlich Führungen durch das Schloss statt. Zusätzlich haben wir noch eine lebhafte kulturelle Szene hier. Wir haben zahlreiche Konzerte, die im Schloss stattfinden. Und Höhepunkt im kulturellen Leben ist sicherlich die internationale Musikfestwoche jeweils in der ersten kompletten Juliwoche jeden Jahres. Vielen Dank für diese weitreichenden Einblicke und Schloss Berleburg in besonderer Weise ist auf jeden Fall eine Reise wert. Das ist es auf jeden Fall. Es ist ein Kleinod inmitten von wunderschöner Landschaft.